liebe Anwesende und TeilnehmerInnen dieser Kundgebung, liebe Menschen, die Sie in diesem Land leben. Wir haben heute hier relativ spontan vor dem Innenministerium eine Kundgebung angemeldet unter dem Titel Intifada für Demokratie und Menschenrechte gegen Besatzung und Kolonialismus. Der Anlass, warum wir diese Kundgebung unter diesem Namen angemeldet haben, ist die besorgniserregende Entwicklung im Zusammenhang mit Demokratie, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und die Beschränkung und zunehmende Beschränkung dieser Rechte und die Kriminalisierung der Solidarität mit Palästina hier in Österreich. Der konkrete Anlass: Wir veranstalten wöchentlich am Samstag Demonstrationen im Anliegen Palästinas mit mehreren tausend Teilnehmerinnen seit über 7 Monaten, seit dieser Völkermord andauert. Wir sind eine starke Stimme auf der Straße und es hat eigentlich seit Beginn der Bewegung verschiedenste Versuche gegeben und verschiedenste Maßnahmen gegeben, um die Solidarität mit Palästina zu kriminalisieren, um Meinungsfreiheit zu verbieten. Kundgebungen wurden unter fadenscheinigen Gründen und auf politische Veranlassung, unter anderem hier aus dem Ministerium, per Erlass, wir haben schon fast von einem Geheimerlass gesprochen, weil der so schwer auffindbar war, aber per Erlass aus dem Innenministerium ist die Weisung ergangen: From the river to the sea, Palestine will be free, für verboten zu erklären und in das Licht zu stellen, dass es sich um eine Verhetzung handeln würde, die zur Gewalt gegen jüdische Menschen und Israelis aufrufen würde, was eindeutig nicht der Fall ist und was wir auch immer und immer wieder betont haben, dass das nicht der Fall ist. Es hat weitere Versuche gegeben, Kundgebungen, Versammlungen wurden untersagt, Leute wurden gestraft wegen Besuch unangemeldeter Kundgebungen. Alle diese haben keinen Bestand vor Gericht. Alle diese werden für rechtswidrig erklärt. Es zeigt sich darin, dass das der einfache Versuch ist, die Meinungsfreiheit hier auszuschalten und Meinungsdelikte zu schaffen, die im Rahmen einer Gesinnungsjustiz und Gesinnungspolitik der politisch-medialen Eliten in diesem Land durchzusetzen. Und das neueste Hochstück diesbezüglich ist, dass auf der Demonstration vom letzten Samstag erklärt wurde, dass das Camp der Studenten in Solidarität mit Palästina, das eingetreten ist für demokratischen Austausch, für Demokratie im Bildungssystem, dass einfach Palästina thematisiert werden kann im Rahmen des österreichischen Hochschulsystems, weil in den Schulen ist das gar nicht möglich und auf den Universitäten wird das auch hinausgedrängt. Sie haben von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht und dieses Camp ist einfach aufgelöst worden aus sehr fadenscheinigen Gründen. Unter anderem ist angefordert worden, dass dort Schilder waren mit Intifada und es kann mir niemand erklären, was an Intifada zu verbieten sei, weil Intifada ist nichts weiter als ein Begriff für einen Volksaufstand, für Demokratie, für Menschenrechte, für gleiche Rechte, für Gleichheit. Ja, gegen ein Unrechtssystem, gegen ein Apartheidsystem, ein Kolonialsystem. Und weil das bei der letzten Samstag-Demo für verboten erklärt worden ist, die Demonstration würde aufgelöst, wenn das gerufen würde. Deswegen sind wir heute hier, weil das kann nicht angehen,
dass in einem österreichischen Staat, in einem demokratischen Staat, einfach willkürlich nach politischer Maßgabe aus der Regierung bestimmte Losungen, bestimmte Wörter ihres demokratischen Inhalts beraubt werden und für verboten erklärt werden. Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Weil der derzeitige Zustand, ja, was wären die Palästinenser ohne Intifada? Jetzt, das muss man wirklich sagen. Und wir fordern ja auch eine Intifada, im besten Sinne eine Intifada zur Wiederherstellung von Demokratie, von Gleichheit gegen einen Apartheid-Staat. Amnesty International, Human Rights Watch, alle haben sie erklärt, dass es ein Apartheid-System ist. Es ist ein Kolonialstaat. Die Regierungsmitglieder Israels sind teils verurteilte Terroristen. Das ist im wörtlichsten Sinn des Wortes, weil die faschistische Siedlerbewegung mit 700.000 ist eng verbunden mit dem Staat Israel, mit der Justiz in Israel, von den Verbrechen im Westjordanland. Wie viel Prozent haben zu einem Urteil geführt gegen Siedler? 3%? Die können ungestraft töten, zerstören, Wassertanks zerschießen, Leute schikanieren. Auch aus dem Sinne, einfach gesagt, Israel ist auch schon vor dem Oktober ein Unrechtsstaat, ein Apartheidstaat, ein Kolonialstaat gewesen. Seit 7 Jahrzehnten, seit mehr als 7 Jahrzehnten, haben eine Apartheidmauer gebaut. Keine Gleichbehandlung. Administrativhaft. Für die Palästinenser im Westjordanland gilt Militärgesetzlichkeit. Da werden Kinder von 12 Jahren jahrelang hinter Gitter gesperrt. Ohne Prozess. Ohne Verurteilung. Administrativhaft. Das ist das System. Und das ist ein Unrechtssystem. Und es ist eine Pflicht, es ist eine Menschenpflicht, dagegen Widerstand zu leisten. Und da können Sie noch so oft versuchen, Widerstand als Terrorismus hinzustellen. Nein, das ist kein Terrorismus. Was Israel begeht, das ist Staatsterrorismus. Das ist Terrorismus. Die Bomben unterschiedslos auf Zivilbevölkerung, das ist Terrorismus. Die Erschießungen im Westjordanland, das ist Terrorismus. Die Bomben, die Siedler legen, das ist Terrorismus. Die Schussattentate auf Kinder, die zur Schule gehen, das ist Terrorismus. Die Sniper, die in den 17 Jahre blockierten Gazastreifen gegen friedliche Demonstranten geschossen haben und Hunderte getötet, das ist Terrorismus. Und gegen diesen, die Spitäler, eine bewusste Zerstörung ziviler und medizinischer Infrastruktur. Kein Wasser, keine Lebensmittel, keine Medizingüter, kein Strom, kein Benzin. Das ist die Völkermord an einer ganzen Bevölkerung. Und es ist unsere Menschenpflicht, dagegen aufzustehen. Und es ist unsere Menschenpflicht zu sagen, für die Wiederherstellung von Demokratie. Demokratie, from the river to the sea, Palestine will be free. Und Intifada, Intifada für Demokratie, für demokratische Zustände, für Gleichheit, gegen Apartheid, Kolonialismus und Völkermord. Und jetzt